Hallo allerseits, Happy Jump hier und willkommen zu Part 3 vom Devil May Cry HD Display. Ja, weiter geht's mit Auftrag 5, wo ich dann vielleicht mich besser anstellen werde. Ja, Auftrag 5. Führen der Seele. Gehen Sie zu Ihrem Bestimmungsort, bevor die Melancholie Seele ihre Macht verliert. Ach, darunter müssen wir jetzt, okay. Okay. Ah, Shadow. Was will der denn schon wieder? Ah, Mist. Oh Mist. Kamikaze, hä? Naja, immerhin überlebt, mehr oder weniger. Aber ja, hätte nicht sein müssen, ne? Oh Mann. Dann wehren wir uns mal lieber. Mist, wie komme ich da hoch? Ja gut, vielleicht von dort oben. Wird am meisten zumindest Sinn machen. Ja, doch, doch, ja. Okay. Habe ich mich ein bisschen dumm angestellt an der Stelle. Keine Zeit. Wollen wir diesen Gegenstand verwenden? Ja, wollen wir. Was? Was? Das war's? Okay. Welchen Rang gibt's dafür? B? Ja. Ja. Zugegeben, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen schneller machen können, ne? Was? 2 Minuten 15, ja krass. Okay. Speichern wir mal. Alles klar. Okay, ja. Mal schauen, wie der 6. Auftrag sein wird. Dämon der Wasserwege. Besiegen Sie den Höllenwächter und holen Sie sich das Licht, das Sie führen wird. Alrighty. Mal schauen, hier haben wir, glaube ich, noch nicht genug, ne, oder? Na, wobei. Wir können uns den Wirbel holen. Ja, machen wir mal. Früher oder später müssen wir uns ja sowieso alles holen für die Platin-Trophäe, aber ja, dann das Wichtigere schon mal priorisieren. Okay, hier wird es weitergehen. Wie sieht es hiermit aus? Hier geht es aber auch weiter, ne? Ja, lol. Einfach per Zufall so ein blaues Fragment gefunden. Ja, kann man auch machen. Kann man auch machen. Dann gut, dass ich nochmal hier zurückgelaufen bin. Okay, jetzt haben wir hier verschiedene Türen. Werden wir uns wohl ein bisschen umschauen müssen, ne? Sehr viele Abflussrohre. Und hier haben wir... Was haben wir hier? Oh, rustiger Schlüssel. Oh, neue Gegner. Riesen Schmalzfliegen. Holt den Kammerjäger.
Ja, so kann man es auch machen. Einfach den Devil Trigger poppen und dann weg mit dem Ungeziefer. Ja, wozu ein Insektenspray benutzen, wenn man Ebony und Ivory hat, ne? Alrighty. Und natürlich sind hier mehr Gesundheit gewesen. Oh. Hat der Maden auf mich abgefeuert? Der Bengel. Sieht echt nach solchen Larven aus, ne? Mh, tasty. Genau, von dort kamen wir ja. Was haben wir hier? Oh. Hier bekommen wir rote Kugeln, okay. Ja, nice, nice. Stimmt, in Devil May Cry 2 habe ich auch diese Dinger hier angetroffen. Aber halt nicht im ersten. Soweit kam ich noch nicht. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Okay. Soweit so gut. Hm, was haben wir hier? Dort wird bestimmt was Verstecktes sein, ne? Ja, ein paar rote Kugeln wieder, ein paar grüne. Sonst nichts weiteres? Ne? Wir haben hier gerade den Fiat-Button voll, aber scheint nichts zu sein. Gar nichts. Okay. Naja, weiter geht's. Können wir hier was machen? Nee? Okay. Hätte sein können, ne? So wie vorhin mit dem blauen Fragment hier. Oh, was haben wir denn da? Das sieht... Hier ist ein Zwischenboss. Ja gut, das war jetzt mehr oder weniger gewollt. Eigentlich müsste ich diese Luftangriffe machen, ne? Das wird jetzt nicht okay sein. Ah, Mist. Ich weiche viel zu wenig aus, ne? Wir machen einfach den da. Oh. Mist. Ah. Ja, die ganzen Angriffsmuster waren für mich noch komplett unbekannt. Ach, jetzt muss ich herzhaft noch eine benutzen. Okay.
Heiliger Bimbam. Also, wenn wir diesen Gegner später als Gregorian-Gegner hier bekämpfen müssen, dann... RIP. Sag ich schon mal RIP. Boah. Helles Licht. Ein Schlüssel, der in der Hitze hell leuchtet und seinem Besitzer Kraft entzieht. Oh Mist. So ein Ding ist das. Oh. Auftrag erfüllt. Ja gut, okay. Okay. Und was geht's? C. Ja. Keine Überraschung irgendwie inzwischen, ne? Ja gut, ja. Der Part ist jetzt noch ein bisschen kurz, ne, aber... Ich will jetzt nicht dieselbe Situation haben wie mit Soul Reaver damals, dass ich ein, zwei Tage dann hier Let's Play Parts aussetzen muss, damit ich eben... Ja, damit ich eben das mit der Let's Play-Abstimmung dann einigermaßen hier koordiniert habe. Naja, dann würde ich sagen, machen wir es echt so. Pro Part, zwei Aufträge. Egal wie kurz die jetzt auch sein. Und ja, dass wir einfach dann einfach dieses Sicherheitspolster haben. Falls dann doch schnell als gedacht vorbei sein sollte. Paradebeispiel Legacy of Kain, Soul Reaver. Das vorige Let's Play, was ich gespielt habe oder gemacht habe. Ja, dann seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part, wo es dann eventuell lange Aufträge geben wird. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, ist ja blind für mich. Also, ja, Angaben ohne Gewehr. Naja, aber wie gesagt, seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und wie immer, bis zum nächsten Video, bis dahin, see you!